Und ich begrüße jetzt Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt von der SPÖ live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Frau Ministerin, das klingt ja alles durchaus ambitioniert, aber mit den Bundesländern, die in den Pflichtschulen wirklich wichtig sind, und mit der Lehrergewerkschaft ist von diesen 32 Gesetzesänderungen, die Sie da insgesamt brauchen, noch gar nichts abgestimmt, oder? Da ist sogar sehr viel schon abgestimmt. Das Paket wurde umfassend besprochen mit allen Beteiligten, mit den Schulpartnern, mit den Landesschulratsdirektorinnen, Präsidenten etc. etc. Und es gibt weitgehend wirklich Zustimmung. Ich rede mit ganz, ganz vielen. Aber dass solche großen Änderungsprozesse, wie wir hier vorhaben, auch Verunsicherung ein Stück weit auslösen, ist auch klar. Das muss gut begleitet sein, das muss gut wirken können, das darf auch nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Deshalb brauchen wir auch Zeit, Autonomie ins Feld zu bringen, gut an den Schulen ankommen zu lassen. Das heißt, es wird eine Zeit brauchen, aber das ist machbar. Wir sehen das schon an ganz vielen Schulen, wie Sie auch im Beitrag gesehen haben. Und aber der Pflichtschullehrergewerkschafter, den wir gerade jetzt gesehen haben, und der AHS-Lehrergewerkschafter, der vorher im Report zu hören war, die klingen gar nicht begeistert und gar nicht nach Zustimmung. Die sagen, in Wahrheit geht es bei dieser Autonomie um Mangelverwaltung und um ein verstecktes Sparpaket. Ihnen fehlen, das ist bekannt, in Ihrem Budget hunderte Millionen. Und Sie werden den Schulen dann einfach weniger Geld überweisen und die Autonomie der Direktoren besteht dann darin, sich zu überlegen, wo Sie sparen. Zum Beispiel, indem Sie größere Klassen einrichten, brauchen Sie weniger Lehrer. Diese Annahme ist völlig unbegründet. Wir haben nicht vor, mit dem Autonomiepaket ein Sparpaket zu implementieren. Ganz im Gegenteil. Wir wollen den Schulen Gestaltungsspielräume geben, Möglichkeiten schaffen, völlig neu zu denken, pädagogisch, aber auch damit Pädagoginnen und Pädagogen besser einzusetzen, zielgerichtet einzusetzen. Sie wollen wieder das unterrichten, was sie gelernt haben, nicht mehr fachfremd unterrichten müssen. Wir wollen Ressourcennutzung besser steuern können, aber die Ressourceneinsparungen, die damit entstehen, sollen am Schulstandort, in den Klassen auch bleiben und genutzt werden können. Uns schwebt vor, dass wir wirklich Unterricht neu definieren, dass wir themenspezifisch unterrichten können, dass im themenspezifischen Unterricht zum Beispiel Zusammenhänge viel, viel besser angesprochen werden können. Klimawandel. Hier soll der Geograf mit dem Biologen, mit dem Mathematiker, mit dem Chemiker unterrichten, vielleicht einen Teil auch in Englisch, sehr viel stärker den Schülerinnen auch Freiräume geben, sich zu organisieren, diese Themen auch gemeinsam zu erarbeiten und damit auch Kompetenzen zu adressieren, wie Problemlösungskompetenz, Selbstorganisation, Teamfähigkeit. Das ist unser Ziel. Schule neu, Unterricht neu denken. Gut, das hören wir jetzt, glaube ich, aber tatsächlich von Bildungsministerinnen und Bildungsministern seit Jahrzehnten, dass das kommen soll. Etwas ganz Konkretes, das Sie vorschlagen, die Direktoren sollen sich ihre Lehrerinnen und Lehrer selber aussuchen können. Und zwar in ihrer eigenen Schule und auch in diesem ganzen Cluster, den da jemand leitet. Und da sagt die Gewerkschaft jetzt, das könnte in der Stadt tatsächlich gut funktionieren und an attraktiven Schulen. Aber bei Schulen in Randlagen und bei sogenannten Problemschulen, die kriegen dann nur mehr die Lehrerinnen und Lehrer, die sonst keiner will. Um Unterricht neu zu denken, muss das Team am Standort wirklich gut miteinander arbeiten können. Deshalb ist es uns so wichtig, dass die Direktorinnen und Direktoren ihr Team wirklich zusammenstellen können. Das geht schon. Aber wir haben damit schon Erfahrungen damit. Wir haben mit Get Your Teacher in der Steiermark das System ja schon erprobt. Wir wissen auch, dass es in den Pflichtschulen in Wien modellhaft funktioniert. Wir haben in regionalen Randlagen immer ein Problem gehabt, Lehrerinnen und Lehrer zu motivieren, dorthin zu gehen. Jetzt können Sie sich zuteilen. Das wird auch weiter so bleiben. Was wir jetzt wollen, ist, dass Direktorinnen und Direktoren ihre Pädagoginnen aussuchen können, überall dort, wo es mehrere Bewerbungen gibt. Wo sich niemand bewirbt, muss in der Tat die Behörde weiter steuernd eingreifen, denn es soll ja keine Schule ohne Lehrerin, ohne Lehrer ankommen, das ist klar. Die Steuerungsmöglichkeit muss weiterhin gegeben sein, aber nur dort, wo niemand sich bewirbt. Jetzt ein Teil ist, dass die Direktoren die Lehrer aussuchen können, aber der möglicherweise genauso wichtige Teil, nämlich sich von Lehrern trennen zu können, die sich als nicht geeignet herausstellen, das trauen Sie den Direktoren nicht zu, das kann man auch weiterhin nicht. Die Cluster eröffnen völlig neue Möglichkeiten damit auch, weil hier an den unterschiedlichen Schulstandorten Personal auch entsprechend eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn eine Person in ein Team A an der Schule A nicht reinpasst, dann kann es Möglichkeiten geben an der Schule B, dass diese Person gut ins Lehrerteam passt. Das kann sein, dass sie ins Lehrerteam passt, aber es gibt ja tatsächlich, wissen alle Eltern, auch Lehrer, die einfach keine besonders guten Lehrer sind, egal an welcher Schule. Aber man muss jedem Lehrer auch eine zweite Chance geben. Das heißt, hier zu sagen, ich gebe dem Lehrer eine zweite Chance an einer Schule B,
ins Team sich zu integrieren und gemeinsam mit dem Team zu arbeiten, muss schon gegeben sein. Außerdem gibt es Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten auch für Pädagoginnen und Pädagogen, die solche Probleme auch adressieren können. Und wenn der Lehrer oder die Lehrerin die zweite Chance auch nicht nützt? Im Cluster gibt es Gestaltungsspielraum. Ich bin überzeugt davon, dass viele ihren Platz finden, gerade mit diesen Möglichkeiten. Kündigungen für Lehrer soll es auch weiterhin nicht geben? Kündigungen für Lehrer, wissen Sie genauso gut wie ich, sind schwer darstellbar. Aber hier diskutieren wir auch mit den Gewerkschaften schon Möglichkeiten, wie wir uns das weiter vorstellen. Die AHS-Professoren sagen, sie würden die Schulpartner entmündigen mit dem Paket. Bis jetzt würden die ganzen wichtigen Entscheidungen an einer Schule vom Schulgemeinschaftsausschuss getroffen, also Lehrer, Eltern, Schüler gemeinsam. Künftig machen das die quasi allmächtigen Direktoren. Die Schulpartner sind in allen und viele Fragestellungen wirklich eingebunden, immer zumindest beratend. Wo wir ein Stück weit Entscheidung zurückgenommen haben, ist in personeller Hinsicht, also sprich Aussuchung von Pädagoginnen und Pädagogen am Schulstandort, zum Schulstandort passend und in organisatorischer Hinsicht. Aber was Pädagogik anbelangt, neue Wege, Schwerpunktsetzungen an Schulen, sind die Schulpartner weiter mitbestimmend. Aber was heißt Autonomie? Autonomie heißt Gestaltungsspielraum an den Schulen, heißt auch Entscheidungsfähigkeit, Kompetenz und Schulentwicklung an der Schule. Und das müssen wir den Pädagoginnen und Pädagogen und vor allem den Direktorinnen auch zutragen. Das heißt, sie tragen die Verantwortung und damit müssen sie auch die Konsequenzen dafür tragen. Aber machen wir es konkret, wenn eine Schule statt um 8 Uhr früh zum Beispiel um 8.30 Uhr beginnen will oder sagen möchte, für die Oberstufe, für die Kinder, die in der Pubertät sind, die funktionieren um 8 Uhr in der Früh noch nicht so gut, für die wollen wir um 9 beginnen, wer entscheidet das? Schauen Sie, der Schulleiter ist immer gut beraten, seine Partner mit einbeziehen. Da wäre ein schlechter Manager, wenn er sich nicht bei den Eltern erkundigen würde, was brauchen sie am Schulstandort, ob das Öffnungszeiten sind, Betreuungsmöglichkeiten sind etc. oder auch Schwerpunktsetzungen. Das sind nicht nur die Eltern zu fragen, auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen als ursächlich Beteiligte ist intensiv zu sprechen und natürlich auch mit den Schülerinnen und Schülern. Im Cluster, in der größeren Bildungsregion würde ich mir sogar wünschen, dass Betriebe eingebunden sind, dass Kommunen eingebunden sind in die Entwicklung einer Strategie für eine Bildungsregion. Aber entscheiden tut es der Direktor am Ende des Tages. Okay, jetzt haben Sie ein Jahr lang über dieses Paket verhandelt, SP und ÖVP. Trotzdem haben Sie aber alles, was strittig ist in der gesamten Bildungsreform, ausgespart. Wer für die Lehrer zuständig ist, Bund oder Länder, können sich seit Jahrzehnten nicht einigen. Die Ganztagsschulen, die Ihnen so wichtig sind, die Modellregionen für die Gesamtschule, ein neues Lehrerdienstrecht. Auf nichts davon konnte sich die Koalition in einem Jahr verhandeln einigen. Wissen Sie, ich versuche das System Schule, die Bildung aus den ideologischen Grabenkämpfen herauszuführen. Und mein Zugang ist, jene Maßnahmen umzusetzen, die schnell bei den Kindern landen können. Und das sind eben das Autonomiepaket als ein Paket und auch die ganztägigen Schulformen, wo ja ein 750-Millionen-Paket im Sommer beschlossen wurde. Das heißt, mir ist es wichtig, jene Maßnahmen umzusetzen, die wirken können, die in der Schule ankommen, die bei den Kindern ankommen und die auch den Eltern zugutekommen und vor allem den Pädagoginnen und Pädagogen wirklich das ermöglichen, was sie gut können, nämlich wirklich gut zu unterrichten. Denn sie wissen sehr genau, was unsere Kinder brauchen. Wenn Sie sagen, es soll schnell gehen, es soll nächstes Jahr schon ein paar Leuchtturmschulen geben. Jetzt gibt es jetzt schon in ganz Österreich ganz toll funktionierende Schulen. Aber bis wann wird denn das, was Sie sich da vorstellen, sagen wir mal in 50% der österreichischen Schulen verwirklicht sein? Schauen Sie, wir müssen wirklich mit Leuchtturmschulen beginnen, die das Thema Autonomie schon in ihrer Schulphilosophie, in ihrem Leben haben, weil das einfacher ist. Diese Schulen sollen andere Schulen bei der Hand nehmen in einem Art Buddy-System, um ihnen zu helfen, solche Konzepte zu implementieren und völlig neu zu denken. Sie müssen auch begleitet werden. Direktoren müssen ausgebildet werden, um auf ihre Führungskompetenzen vorbereitet zu werden, etc. Bis wann haben die Hälfte der Schulen in Österreich das, was Sie sich da vorstellen? Die gesamte Ausrollung in der Breite wird 5 bis 10 Jahre dauern. Danke für den Besuch im Studio. Sehr gerne.